Meine Damen und Herren, zur späten Stunde noch ein, wie mancher meinen wird, heikles Thema. Alle diese Menschen hier, die erfreulicherweise den Mut gefunden haben, vor die Kameras und damit auch vor die Öffentlichkeit zu treten, verbindet eine gemeinsame Erfahrung, ja, ein gemeinsames Schicksal. Will einer von Ihnen es vielleicht mal formulieren oder soll ich es machen? Ja, also gut. Sie alle singen. Wie ist das eigentlich, wenn man singt? Wie merkt man das? Wie fängt sowas an? Ich möchte das Wort normal vermeiden, aber für alle anderen ist es doch schwer nachzuvollziehen. Wie ist das nun mit dem Singen? Wie fing das zum Beispiel bei Ihnen an? Ja, schon sehr früh. So? Eigentlich schon als Kind. Aha. Und die Eltern, was sagten die dazu? Na? Bitte? Ihre Eltern zum Beispiel? Naja, in meiner Jugend, da war man ja noch rigoros, nicht? Da hieß es ja noch, beim Schlafen, da gehören die Stimmbänder über die Bettdecke. Ja, und es wurde ja sogar... Ja? Ja, da wurde doch behauptet, dass diese Sache... Das Singen, ja? Ja, dass das zu Krankheiten führt, zur Verblödung. Naja, also darüber sind wir ja wohl heute hinaus. Aber wie ist das eigentlich? Hat sich für Sie auch praktisch etwas geändert? Ist unsere Zeit toleranter geworden? Ja, Sie, ja? Ja. Also bei uns in der Großstadt, da ist das ja jetzt anders. Wir haben ja jetzt in Frankfurt dieses Haus. Diese Häuser, muss man ja wohl sagen, nicht? Denn es gibt sie ja auch in anderen Städten. Häuser, die Kommunen unterhalten und in denen abends unter Aufsicht zwar doch relativ freizügig gesungen werden darf, nicht wahr? Das Klima ist also liberaler geworden. Könnten Sie mir dazu etwas sagen oder Stellung nehmen? Aber viele halten uns trotzdem noch für Menschen zweiter Klasse, als ob wir auf der Straße singen würden, wie die Tiere. Ja, also Auswüchse gibt es hier und dort. Wir sind ja schließlich alle nur Menschen, nicht? Aber nun eine abschließende Frage von durchaus wohlmeinender und ernstzunehmender wissenschaftlicher und moral-theologischer Seite. Hört man die Auffassung, dass mit etwas Willenskraft könne sich der Sänger von seiner Veranlagung befreien? Was meinen Sie dazu? Herrn Schöpflis Zeitungsarchiv ist eingetroffen. Ja, ja, zu Luft, zu Wasser und zu Fuß. Ist das alles? Nein, Vorboten. Ach so, da kommt noch mehr, ja? Ja, Nachboten. Nachboten. Jawohl. Paderborn. Kettenraucher, denen es mit den herkömmlichen Mitteln nicht gelang, mehr als eine Zigarette auf einmal zu rauchen, können jetzt aufatmen. Dem Paderborner Handwerksmeister Leonhard Kleim gelang die Entwicklung der mechanischen Kettenrauchhilfe Multismoke. Ich lade jetzt mal meinen Multismoke mit der gewünschten Menge. Ja. Eins, zwei, drei, vier. So. Und jetzt Feuer natürlich.
schon kann man rauchen. Und hier noch ein Zusatzeffekt. Ein Schenkel ist ausklappbar. So kann der Raucher anhand dieser Skaleneinteilung genau die Rauchgeschwindigkeit ablesen. Ist eine kleine technische Spielerei, aber wichtig ist natürlich das hier. Die internationale Presseschau von und mit Philemon Schöpfle. Herausragendes Ereignis im Spiegel der internationalen Presse sind die englischen Oberhauswahlen. Dazu bemerkt der rechtsstehende Pariser Gombard, rechts, ach so, da müsste ja von Ihnen aus links liegen, oder wie ist jetzt das, von mir aus oder von Ihnen aus, ja, von mir aus. Jedenfalls schreibt die halbamtliche Moskauer Pravda, sie schreibt, russisch, wenn ich nicht irre. Sind Sie da sicher? Ja, das erkenne ich immer daran, dass ich es nicht lesen kann. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass es ein sehr bissiger Kommentar ist. Wieso? Na, lauter Lords im Oberhaus, das würde Ihnen doch auch nicht gefallen, wenn Sie Kommunist wären. Also war es das? Nein, die Pekinger Volkszeitung. Die schreibt. Chinesisch. Nein, von rechts nach links oder von oben nach unten. Aber sie schreibt darüber, schauen Sie mal, ein lustiger Druckfehler. Statt Oberhaus und Unterhaus steht da Oberhos und Unterhos. Schauen Sie mal, Herr Schöpfli, glauben Sie eigentlich, sich hier alles herausnehmen zu können? Was? Ja, an irgendetwas muss der Mensch ja glauben, oder? Nein.